Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh! Wow! Cool! Hey! Who are you? Oh! I'm Sora. And I'm Goofy. Ach, du kannst ihn nicht empfangen. Ah, okay. Okay. Ja, ich hatte dich nur gefragt hier wegen den. Du wolltest ja. Jo, alles klar, Shadow. Geh kurz zu Teich TV. Shadow wechselt heute die ganze Zeit zwischen den Streams. Will uns beide unterstützen. Schon ein bisschen süß. Du hattest ja gefragt, Fischi, wegen den Modrechten. Und eigentlich wollte ich nur kurz drüber geschnackt haben, so wie ich mir das circa vorstelle, wenn du das wirklich machen möchtest. Also es ist an sich nichts Wildes. Weil hier wahrscheinlich noch nicht so wirklich was passieren werde. An sich geht es mir in erster Linie darum, dass das Einzige, was mich halt manchmal stört, sind, wenn Leute oder Bots wahrscheinlich eher ins Stream reinkommen und irgendwie einen Link reinposten mit ja, hier kannst du dir noch mehr Follower besorgen und sowas. Dass du Sonderlinks halt rausschickst, beziehungsweise generell Links, die einfach so reingeschickt worden sind, dass die entfernt werden, weil man weiß immer nicht, was dahinter steckt. Dass sowas halt an sich rauskommt. Wenn du mal welche bannen willst, also was eigentlich selten vorkommen sollte, dann eigentlich erst nach einer Ermahnung, also immer erstmal eigentlich ein Timeout. Und wenn sie mal eine harmlose Beleidigung reinschicken, würde ich da nicht mal irgendwas machen, tatsächlich. Nur bei härteren Beleidigungen oder sowas, dass du dann mal ein Timeout machst, dass die dann vielleicht schicken, ah, okay, war vielleicht gar nicht ganz so lustig jetzt. Und dann guckst, wenn die das dann nochmal machen, dass sie dann halt erst wegkommen, ne? Ja, ich weiß gar nicht, was gibt's denn da alles für Timeouts? Weiß nicht, gibt's da auch mehr? Ja, ich würde auch sagen, wir gucken da ein bisschen und wenn ich dann, ich sehe das ja ein bisschen, wenn ich dann sage, ja, mach das mal lieber so und so und dann können wir uns da ja so ein bisschen abstimmen oder so. Also wie gesagt, will es eigentlich relativ locker halten und relativ wenig sperren, weil ich oft auch, weiß ich nicht, oft gehören auch einfach harmlose bis spaßig gemeinte Beleidigungen so dazu, weißt du. Deswegen, aber man kann das ja mal recht gut abschätzen, inwiefern das jetzt ernst gemeint war oder zu doll war und sowas, weißt du. Ja, dann mach 300. 300 ist gut. 300, dass sie kurz checken, ja, war jetzt nicht so lustig und dann. Ja. Ich würde dir gleich Mod einrichten. Aber das Negative ist natürlich dabei, du kannst denn keinen VIP-Status bekommen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, oder? Boah, wenn wir jetzt noch drauf gehen, der ist. Er hat ja noch mega viel Leben. Oh, ich hasse mein Raumschiff. Dann mache ich das gleich. Ich muss hier nur kurz nochmal den Kampf schaffen. Shadow, willkommen zurück. Ich mache auch gar keinen Schaden, weil also oben rechts sieht man den, ich weiß gar nicht, wo steht meine Cam, oben rechts sieht man das Leben von den Gegnern. Wenn der große Balken weg ist, muss ich noch die, kommen noch zwei weitere, so eine großen. Das heißt, die kleinen Balken darunter. Gar nicht nervig, das Geräusch. Boah, der kriegt mich doch gleich.
Vielleicht müssen wir gleich noch mal ein bisschen unser Raumschiff auftunen. Das war's. Schade, 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 schade. So. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. So, Fiji. Guck mal vor deinem Namen, was da steht. Yay! Mach keine Scheiße, du. Mach keine Scheiße. Aber ich vertraue dir eigentlich. So, wir müssen mal hier unseren Gummijet ein bisschen aufwerten, dass der mal Schaden macht. Beispielbaupläne? Hä? Ich will hier keinen bauen. Okay, nehmen wir den. Ja, weiß ich doch, dass du da nichts machst. Freundin bestellt jetzt Essen. Oh, was gab's heute nochmal? Gab's heute Dings? Sushi oder was? Ah ne, Krieche heute, oder? Ah, Sushi. Du arbeitest doch rechtlich mit der ersten Vermutung. Schütz-Upgrade. Laser-Upgrade. Maximal ausrüstbar eine. Erhöht Effekt den Schaden deiner Laser um 13%. Oh, da würde ich uns aber sehen. Da Heilungs-Upgrade können wir auch nehmen. Ah, morgen. Morgen dennoch griechisch, ey. Beste Woche für dich, beste Woche. Da kommen sie. Die Hacker-Skills von Shadow. also so wie ich das gesehen habe, geht das nicht. Ich kann noch mal schauen. Natürlich finde ich dich da nicht. Hab dich ja schon. Nee, also VIP geht dazu nicht noch. Aber wäre ja auch irgendwie doppelt gemoppelt. Weil du kannst jetzt eh alles, was ein VIP kann. Und noch ein bisschen mehr an sich so ein bisschen. Ein klassisches No-Mobil. Ich will eigentlich nur kurz speichern, damit ich das dann hab. Hallo. Muss ich hier so einen komischen Namen eingeben? Nee, bestätigen. Da. A. Nehmen wir jetzt A. Oi heißt hey. Wo kommen denn die Skills jetzt schon wieder her, Shadow? Das ist auch japanisch oder was? Ne, da wollen wir nicht hin. Bei Eiskönigin waren wir ja schon.
Was ist das? Das ist ein Mobil? Nein, das ist kein Gefährt. So, wir fahren damit los und hoffentlich sind wir jetzt ein bisschen stärker, ein bisschen zumindest. Oh, der Echte ist auch da. Cool, 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 cool. Ist auch da. Freut mich, freut mich, freut mich. Und nein, heute kein Depp für Teich. Teich ist sogar online. Er kann das gerade gar nicht sehen. Auf dem Training. Ah, du hattest heute Training? Zweimal die Woche? Oh, dann haltet ihr euch aber ran, wa? Dann haltet ihr euch aber ran. So, falls ich mal ein bisschen abgelenkt bin, dann müsst ihr euch nicht wundern. Ich muss ja heute ein bisschen was hier an VIP-Status verteilen. Und dann warte ich immer, bis sie das bemerken. Zweimal die Woche, oha. Wo spielst du denn in der Profiliga oder was? Kriegst du schon Geld dafür? Alles klar, Shadow. Ja, wie gesagt, Shadow wechselt heute immer ein bisschen fleißig den Stream. Ja, man kann ja auch Ränge hinzufügen. Ich will keinen Gegner hier machen. So, man kann ja auch Ränge irgendwie hinzufügen. Weiß ich nicht, vielleicht mache ich sogar eigene Ränge. Finde ich irgendwie cooler, als wenn man jetzt so den normalen VIP-Status verteilt oder. Also, wenn das so den eigenen Namen hat. Auch irgendwie ein bisschen Charme, glaube ich. Muss ich mich nochmal genauer mit beschäftigen. Hast du denn schon mal irgendwo Mod gemacht, Fischi? Dass du dich ja so ein bisschen auskennst. Du hast ja schon gesagt, dass man 100 bis 300 Sekunden waren das machen kann. Wir müssen da zu dem grünen Fleck hin. Nicht, dass ich ja wundert, ich fahre jetzt hier einfach ins Leere. Und eigentlich ist das auch kein Raumfahrt-Spiel. Eigentlich muss ich hier ein paar Herzlose verkloppen und so. Auf welcher Position spielst du eigentlich hier? Der Echte. Oder spielst du da auch irgendwie in der Luft, wie bei Rocket League? Mittelfeldspieler. Oh, ah, der Taktiker, der das Spiel leitet. Und sagst du mehr so Hobby oder könntest du dir oder könntest du dir auch mehr vorstellen, da, dass du irgendwann mal hochklassig spielst und so? Und knurrt der Magen schon? Knurrt der Magen schon? Kannst du schon mehr vorstellen? Ja, dann bleib am Ball. Shadow, kommst genau richtig. Wir können endlich auf dieser Welt landen hier. Das ist aber... Das ist doch Baymax, oder nicht? Das war nicht Dings. Fluch der Karibik. Das war nicht Fluch der Karibik. Warum sind wir denn jetzt bei Baymax gelandet? Lol. Ist echt egal. Ist mir letztens schon passiert. Wollte ich eigentlich hier zur Eiskönigin, bin dann bei der Monster AG gelandet. Sachen passieren. Wie sich das auch anhört, ne? Heute Eiskönigin, morgen Monster AG. Übermorgen Baymax. Oh, wow!
Wieso-Cover hier. Oh, cool. Let's go. Oh, but I want to take a look at the big city. Yeah, it does seem pretty exciting. I feel so metropolitan. Cosmopolitan? What? I gotta tell Riku what a blast this place is. But we just got here. We haven't even done anything yet. Blast? I'm sure a blast. The Heartless! Come on! Whoa! Go, go! Are you okay? What in... Oha, da kommt er, da kommt er. Ob ich eine Freundin habe, Fischi, meinst du? Nee, ich hab keine. Gogo's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. Was aber nicht ganz so schlimm ist, bin ich ehrlich. Until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool! That's a robot! Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh! Wow! Cool! This rules! Oh, kalt duschen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Other problem? Whoops! Oh, yeah! Hey! Who are you? Oh! I'm Sora. And I'm Goofy. Name's Hero. You mind helping us fight those things? Huh? Our team's called Big Hero 6. Sure. Ja, Theo ist auch meine heimliche Freundin, aber das dürfen wir seiner nicht erzählen. Das dürfen wir seiner nicht erzählen. Let's go, Baymax. Ja, du kannst auch Nachrichten löschen. Don't let him get the drop on you, Sora. Deswegen, als Mod kannst du schon recht viel machen. Deswegen sagte ich ja, so, wenn irgendwie einfach random Links reingeschickt werden oder irgendein Hintergrund, dass du da dann versuchst, das dann halt wegzulöschen. Und natürlich irgendwie Werbung in sämtlichen Art und Weisen. Werbefreier Stream. Der Einzige, der hier Werbung machen darf, bin ich. Wie du kannst schlafen, der echte. Wie du kannst schlafen. Als ihr irgendwie Fragen habt zum Spiel, ne? Haut immer raus. Ich weiß immer nicht, was ich alles so erklären kann. Weiß doch gar nicht, wer kennt denn das Spiel eigentlich alles von euch so? Au, oh, das sind die Disney-Welten. Wir sind gerade bei Baymax unterwegs. An sich ist das hier so ein Spiel, wo Final Fantasy und die Disney-Welten gemixt sind so. Man kann auch zu jeder Disney-Welt reisen. Und ja. Die ganzen Disney-Welten sind ein bisschen vom Bösen befallen. Müssen davon die Welten befreien. Dazu haben wir ein Schlüsselschwert, das wir mit verschiedenen Anhängern und dementsprechend auch Fähigkeiten
versehen können. Und wir haben unsere Helfer. Und mit diesen Helfern können wir, wenn ich jetzt schnell genug bin, auch den Goofy-Bomber machen. Der sogenannte Goofy-Bomber. Hallo, kann dieses komische Fliegeding hier mal antanzen? Das Baymax für Arme Gefühl, da. Okay, das ist nicht Baymax für Arme. Was ist das für ein fettes Viech, ey? Ob ich den schaff? Ja, genau. Machen wir erstmal einen Raketentanz mit Donald. Haben wir überhaupt irgendwas getroffen? Gefühlt nicht. Gefühlt nicht. Hallo. Will ich über ihn hinwegfliegen? Ich will ihn treffen. Aber Fischi, wie viel Sushi hast du denn eigentlich bestellt? Schön für 30 Euro oder was? Ordentliche Ladung? Oder nur so ein normales Menü? Ey, wir sind ja schon wieder fast tot, ey. Ja, aber wir haben ihn doch geschafft, oder? Nein, die Köpfe. Nein. Oh, gerade noch so geschafft. Schnell mal in die Wutform, würde ich sagen. Ist das die Wutform? Ey, das ist nicht die Wutform. Keine Ahnung, was das ist. Das ist die Wutform. Die bekommen wir immer kurz, bevor wir draufgegangen sind. Auf jeden Fall hat dieses Viech ordentlich viel Leben. Das gefällt mir nicht so gut. Nicht so gut. Ich werde nochmal ein anderes Schwert vielleicht nehmen. Auf jeden Fall machen wir ihn gut fertig gerade. Oh, gleich können wir noch an den Plasmanauten. Oh, jetzt ist ja sogar unsere Hut vor gleich fertig. Gehen wir lieber an den Plasmanauten. Das sind immer so extra Spielereien, die man so nebenbei einsetzen kann. Muss man aber nicht. Da haben wir es geschafft. Oh, Donald hat die Fähigkeit Hyperheilung bekommen. Wichtig. Ich verliere mich sehr gerne mal Leben. Und dann kann er uns noch ein bisschen unterstützen. Not cool. People like spectacle, not truth. Yeah, who needs quality reporting when you can just make stuff up? I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits, but we had chem balls and laser hands and fire breathing. Well, it really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well, why don't we ask the guys who actually stopped them? Hiro, you never introduced us. Oh, right. Well, this is the gang. Komm zurück. Let's go. Das Gefühl, jetzt sage ich heute noch ein paar Mal. That's Honey Lemon. Hello there. What? I'm Fred. Don't be alarmed. This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster.
Those three are Sora, Donald, and Goofy. Huh? The, Keyblade Hero 3! Ist eigentlich, wenn die sich unterhalten, vertrauen uns gehen, oder ist es zu leise? Perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Sora, you know Donald and I don't have keyblades. So, are we heroes or aren't we? What? The monsters. Tell us how you managed to take them down. They're called the Heartless, and they're drawn to people's hearts. Ooh, now we're talking! Light versus darkness! Classic conflict! Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.0000. Yep, we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Wait. We're going to. Also esst ihr mir jetzt quasi alle ein vor. Du We noch Pringles, andere Sushi. My brother would have. Yes. Ja, ich bleib auch bei Getränken, was ich heute esse. Great, but don't we need a plan? We train up. When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geeks Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. A art Donut Duck oder Donut Duck. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh? You put it on your face. Heartless! Donald! Goofy! What? Are you okay? There's no Heartless here! Huh? But, Whoa, chill, Sora. Just take the AR device off. Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool! Thanks. It's so but cool. So far, the map data only covers San Francisco. I need to expand it. Now can we shoot you? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hero scripted. Like a minigame. We'll put a tracer on your Wir hat eigentlich schon alles den Film so geguckt. Can... Ah, kurze Randfrage. So we can Shugyo. I guess Shugyo's like... We could probably use the practice. Alles klar, guten Hunger euch beiden. Ja genau, Baymax. By installing new combat data. Huh? Hey. Huh? Let's just try it out. Ich rede übrigens in den Einspieler versuche ich nicht ganz so viel zu reden, einfach damit man die Story so ein bisschen mitbekommt. Weil wie gesagt, ich diese immer live aufnehme und dann als Folge hochlade bei meinem YouTube-Kanal noch. Und wie fandst du den Film, wenn du dich noch dran erinnern kannst? Wenn es schon so lange her war. Ach, brauch nichts kaufen. Machen wir eine Rolle speichern. Wie viele Stunden haben wir denn hier schon auf dem Kessel? Das ist ein alter Speicherstand. Davon nicht abbringen lassen. Aber ich fand den auch ganz gut bei Max. War lustig, so. War halt ein
Disney-Film, ne? Es hat nicht viel drin. Aber hat so ein oder andere lustige Szene. Musst übrigens mal, wenn du zu TeichTV gehst, ins Stream mal fragen, wann der Kochstream kommt mit Funi. Das freut ihn immer sehr, wenn man das fragt. Yo, Keyblade Hero 3. Weiß nur ich gerade nicht, wenn man hier rauskommt? Ich muss raus. Shout when you're ready, Sora. Ich bin allzeit bereit. Flash Trace? Er möchte nämlich mit mir keinen Kochstream machen. Ist schon fies, oder? Jo, alles klar. Kannst mir ja mal berichten, was er gesagt hat. Wir finden auch, dass die Einspieler ganz schön oft sind und ganz schön viel immer. Ist mir schon in den letzten Folgen immer aufgefallen. Hero hat virtuelle Ringe und Gegner in den ganzen Stadt verteilt, die du mit dem VR oder AR-Gerät sehen kannst. Passiere die Ringe und besiege die Gegner, um wertvolle Daten für The Hero G zu sammeln. Folge den lilafarbenen Tigern und erreiche den Stern, um den Kurs abzuschließen. Yes, alles klar. 3, 2, 1, Ogo! Ey, ich bin ehrlich. So richtig weiß ich gar nicht, was abgeht. Juhu! Woran man VIP sieht, das siehst du, wenn du vor deinen Namen guckst und da so ein Schwertsymbol hast. So ein Diamantensymbol. Dann hast du VIP. Nein, wir müssen durch die Ringe, Scheiße. Ich hoffe, es kommt in Null drauf an, wie gut man jetzt hier abgeschlossen hat. Ich will ja doch einfach nur normal campen, ey. So, zu viel verlangt wahrscheinlich. Also, das ist ein kleines Diamantensymbol vor deinem Namen. Und dann hast du anscheinend VIP bekommen. Okay, nice. Sturmkralle, ich weiß zwar nicht, warum wir das einsetzen sollten. Macht hat keinen Sinn gemacht, wirklich nicht. Ja, sollen wir jetzt hier irgendwie. Ah, guck mal, können wir hier so hochspringen. Nice. Macht doch gar keinen Sinn, dass wir in der. So, ich dachte, ich sollte die ab. Wie wechselst du die Seite? Kann ich nicht hier auch. Ach so. Da war Seitewechsel mit Dreieck. Wie gesagt, hab das hier jetzt noch nicht so wirklich gemacht. Weiß ich auch nicht, ob ich das so cool finde hier gerade. Weiß auch nicht, ob wir das gut anstellen. Oder eher nicht so gut. Juhu!
Ja, ich habe ja bisher noch gar keinen Ring mitgenommen. Was soll das? Als ob man das schafft. Ein Mensch schafft das, glaube ich. Juhu, jetzt haben wir gut was mitgenommen. Oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ja, bringt die so eine große Kugel erstmal ins Rollen. Genau. Genau, 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 genau. Er scheint der stärkste Mensch der Welt, kann man ja nicht so sagen. Der Welten vielleicht, das würde eher passen. Er scheint der stärkste Mensch der Welten zu sein. Ah, okay, okay, okay. Wir haben noch 13 Sekunden, dann müssen wir oben sein. Frech, oder? Dass es keinen gibt. Frech. Das ist schon frech. Boss-Stream wäre nicht schlecht, oder? Seid ehrlich. Boss-Stream mit Teich und mir. Nein! Da hätten wir nicht runterfallen dürfen. Juhu! Juhu! Yippie! Müssen wir das Timing abpassen? Juhu! XD, jetzt checkst du gar nichts mehr? Wer ist der Stecksel? Saitama? Und ich check nicht, wer Saitama ist. Hätten wir doch bestimmt wieder, oder? Vielleicht brauche ich immer den Anime dazu, damit ich das vielleicht mal peil. Ah, gar keinen Ring mitbekommen. You are near the goal. Ah, und durch. Achso, okay. One Punch Man habe ich leider noch nicht geguckt. Bin eine Katastrophe von den Animes her, die ich geguckt habe, oder? Sagt ehrlich. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht so richtig, was hier jetzt gerade abgeht, ne? Was soll man denn hier jetzt alles so machen? Okay, man soll jetzt hier so runter, das haben wir gerade gemacht, okay. Waren wir wohl zu früh dran. Und von hier sollen wir jetzt wo? Ach, da hoch? Okay, okay, okay. Ja, ein wenig, sagte. So, soll ich den vielleicht den da oben bekommen? Kann das sein? Versuchen wir es nochmal, wir versuchen es nochmal. Ja, stopp. Wir haben Stopp erreicht. Aber hey, dafür habe ich fast alle Boxen von One Piece. Und hier zwei Wanted-Bilder. Hashtag macht Depp. Leider heute Hashtag no Depp. Sorry. Steht leider noch in der Stream-Information. Mit 5? Gut, das werden ja immer mehr. Werden immer mehr. Interesting. Gravity. Not binding. Hey, wait! My laser hands can be projectiles! Ha! Sie traut sich nicht so wirklich, sie ein bisschen ängstlich noch. Und wir da voll im Machen mit den großen Geräten. Alles gut. Alles gut. Hey, Fischi, hast du schon aufgegessen oder was ist da los? Change the attack. Whoa! A freeze attack!
fire. Oha, hast du den Staubsauger angemacht oder was war da los? Diametrically opposed. Or so we thought. Theo, wo guckt, glaube ich, die Zuschauer, guck mal. Shadow geht doch rüber. Der echte geht auch kurz rüber. Was geht hier ab? Alle reden durcheinander. Was machen Sachen? Okay, ich hab Storytechnisch habe ich jetzt gar nichts verstanden, was sie da noch gesabbelt haben. Theo, warum nicht Kochstream? Wenn du noch da bist, warum nicht Kochstream? Ey Leute, wir haben jetzt schon den Koop für Plasma-Gewitter bekommen.